Hast du doch geschafft. So, 9 Wände haben wir hier unten. Und schon mal so einen Stein. Wie viele Wände? 9. 9. Und den Türrahmen. Was ist denn jetzt los? Rotz wieder, Alter. Bist du gestorben oder was? Ja. Warum das denn? Voll der Kack, Alter. Die Leiter war weg drin, Alter. Schon mal weg. Das ist mies. Das ist richtig mies. Ich guck mir das mal oben an. Aber man, wie gesagt, man macht einen Schritt zu viel, also man kann sie runterklatschen. Was ist es? Da muss noch ein Strohding hin. Strohdach. Ja, können wir ja gleich noch davor setzen. Weil ich habe auch, weil das jetzt so laggy war, bin ich dann einen Schritt zu viel gegangen, weißt du? Ja, schon einige Foundations hier hingesetzt, ne? Komm, jetzt den nächsten. Ich bin fleißig, Alter. Wenn ich einmal dabei bin, bin ich dabei, Alter. Ich liebe bauen. Kommst du gerade die Leiter hoch, oder was? Ja. Dann komm als erstes hoch. Ich wollte eben schon mal wieder runtergehen, ein bisschen Steine farmen gehen. Ich wollte nur mal gucken, was hier oben gebaut ist. Wie das denn hier schon aussieht. Schon wieder runter. Was war das? Das habe ich einfach über den anderen Stein gebaut. Ja, nicht schlimm. Eine Foundation für den Arsch, Alter. Ah, passiert, nicht schlimm. Gehen. Machst du mir die Tür auf, Alter? Danke. No, mach zu. Danke, Anke, dass du mir die Tür zumachst. Er ist voll im Rausch der Gefühle, Alter. Voll am Röpsen, Scheißen. Alles fürs neue Jahr. Kann ich die so einsetzen, die Steine hier? Nett blöd, ich mach da nicht. Steelberries oder was? Was? Meiner fliegt automatisch Steelberries, wenn mein Ausdauer runtergegangen ist, hat sich gerade automatisch eine Steelberry reingefügt. Echt? Ja. Okay. Sah so aus, also. Boah, da hinten ist ein Dings. Ein Kanu, muss ich aufpassen. Wo? Ganz hinten. Am Teich. Okay. Ja, die greifen auch sofort an, ne? Die Kanus. Kann man eigentlich mal zur Base locken, Alter, und dann gib ihm mit Pfeile drauf. Von oben. Übelste. Man kann von oben übelste die ganzen Saurier holen, Alter. Deswegen, also man kann den ja anschießen.
Dann lockt man den zur Base, Alter, geht rein, geht auf die Holzbase oben drauf, auf einfach aufs Dach und dann gib ihn von da oben runter. Wenn er dann natürlich einen nicht erwischt, das weiß ich nicht. Kann ja sein, dass er da so durchleckt, Alter, und er gibt dir. Das weiß man ja nicht. Ist alles möglich bei Ark. Das stimmt. Hat die schon mal, Alter. Ganze Kopf auf einmal durch die Base durch, Alter. Gib ihn. Mit einer Schlange, Alter. Aber man selber kann die Glitches aber auch nutzen. So, haben wir ein paar Steine. Strukturen, Stein. Holz. Holz. Gucken, ob ich das Bibernest gleich nochmal finde. Was? Gucken, ob ich das Bibernest gleich nochmal finde. Erstmal ein bisschen Holz holen. Geier. Einfach ganz trocken abziehen, fertig. Oh, der ist bei mir. Der Kano. Kano, ja. Ich hoffe, er hat mich nicht gesehen. Finde ich nicht so toll. Wäre nicht so prickelnd. Zwei Hits bitte weg. Der gibt dir richtig, wenn er Bock hat. So, aber ich lager die Steine erstmal ein. Wenn der Kollege den Bock hat, die auch mal da reinzusetzen. Das möchte er sofort erstmal Steinrahmen raus. Hier noch ein bisschen Holz. Ja, ein bisschen haben wir hier noch. Nicht ganz so viel, aber. Holen wir uns gleich aus dem Bibernest. Holz. Ja. Zementpaste schon rausgeholt? Ja, die Zementingpaste habe ich komplett mitgenommen. Stroh habe ich aber nicht mehr. Wie viel haben wir? Was, Zementingpaste? 250 cool. Irgendwie so. Okay. Wir hätten ruhig mal ein bisschen mehr abdrücken können, aber Schutzgeld. Egal, mach mal da, ich muss ja noch Stroh holen. Was hast du denn hier hingeschmissen? Ach. Scheiß Kohle. Ach, du stehst mir jetzt im Weg, Alter. Egal, schon durch. Passt schon. Zack. Ich wurde gegrabt. Echt? Bin tot. Nein. Dann hätte ich auch die Meldung gekriegt. Der ist direkt hier im Wald, ne? Der Lulatsch. Wer? Aber der greift nicht sofort an. Kriegt jetzt von mir einen Pfeil und fertig. Hier haben wir Nachbarn oder was? Hier wohnt jetzt einer drin oder was? Sehe ich gerade. Ich guck mal, dass ich mal eben wieder beitrete. Grocknack TV, Alter, blöd. Und da bin ich wieder drin. So. Oh.
nice, wenn die Bude gleich erstmal einigermaßen oben steht. Ja. Den, dann auch erstmal direkt gucken, Leder, paar Fallschirme. Ja, Fallschirme sind nicht keine schlechte Idee. Kann man da oben vielleicht auch einen gewissen Turm bauen, weißt du? Kannst man da oben runterjumpen und dann gib ihn gleiten lassen. Ist halt nur scheiße, dass man sich nicht auf der Karte so eine Markierung setzen kann. Von zu Hause? Ja. Ja. Weil du gar nicht weißt, unter welchen Koordinaten die liegt. Weiß ja noch nicht mal, wo du bist. Doch, die Koordinaten kann man sicher aufschreiben. Natürlich kannst du dir die markieren, aber du weißt ja nicht, wo du bei den Koordinaten jetzt gerade bist. Ach so, ja. Oder die Base. Das stimmt. Nur mit dem GPS-Sender halt, ne? Aber den kriegst du erst ab 80 oder so. Damit hat man halt nur die nochmal die Möglichkeit zu gucken. Den Koordinaten da. Sollten sie schon reinmachen, dass man das sieht, wo man ist. Du am Aussortieren oder was? So, Movement Speed 130 ist ganz cool. 120. So. Haben wir noch mal ein paar Steine. Metal. Zieh ich mir erstmal ein paar Berries rein, Alter. So. Ja. Everybody. Die Nacko-Berries hast du. Ach ja, du hast ja nicht so viel, oder? Mich auch noch nicht ganz so viele. Mich nicht drum gekümmert. Ich bin wirklich die ganze Zeit. Foundations ist mega viel Arbeit. Du brauchst Holz, brauchst Fasern, Stroh, voll viele Steine. Alter. Aber ich habe gleich fertig. Brauchst vielleicht noch 8 Stück oder so. Hast du den ganzen Weg mit Foundations oder was? So, schon fast. Jetzt kannst du auch wieder laufen, Kollege. Yeah. Dann brauche ich ja noch einiges anwenden. Da hinten ist ein blauer Biegen. Blue Biegen. Ach man, spuck doch nicht hier so rum. Okay, das kann man nicht grasen. Huh?
Leider nicht, schade. Der Stein um uns rum ist schon voll abgeholzt, oder was? So abgefarmt, Alter. Ah, ich muss gleich erstmal was saufen, ey. Was musst du? Erstmal was saufen. Mein Johnny hat schon wieder voll Durst. Welche Steine? Nein, da. Biber-Ding ist gut, Alter. Ich glaube, die Biber sind auch gar nicht mehr da. Ich weiß es nicht, also anscheinend nicht. Kannst du schön abgrasen. Ich hole mir schon die ganze Zeit immer Holz und so, immer ein Ding, also mit 100 Stück. Ja, ich habe vorhin auch so 200. Aber eigentlich ist es auch ganz gut, wenn wir hier drumherum abgefarmt haben. Weißt du warum? Warum? Hier kann sich keiner mehr anschleichen. Aber man hat auch nichts mehr jetzt hier in der Umgebung. Ich weiß ja nicht, ob das... Wie lange das dauert, bis das wieder da ist, oder was? Gar nicht. Wenn es überhaupt wieder kommt. In bestimmten Radius kommt das nicht mehr wieder. Ganz abgefarmt hat, ne? Dann kommt es nicht mehr wieder, aber in der Nähe. Wie es genau abläuft, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, in gewissen Radius kommt das eben nicht mehr wieder. Gib ihn. Nicht Stein. Jetzt fehlt mir denn noch Holz. So viel Stein frisst, Alter, unglaublich. Und jetzt gleich verlaufen wir uns bald und finden nicht mehr zurück. Das Plankton, kommt hier das Plankton. Alles schon abgegrast hier, Alter. Wo ist denn das scheiß Bibernest nochmal? Da hinten, da wo jetzt der Pronto ist. Ist das doch. Kann ich mir direkt erstmal ein bisschen Holz einstecken. Din. Wollen wir uns gegen Pronto geben, oder was? Nein, lass mal. Ich kümmere mich jetzt erstmal weiter um die Base. Dass endlich mal Fortschritt gibt hier. So, was haben wir denn da noch im Bibernest? Die scheinen echt nicht mehr wieder zu kommen, wa? Nee. Ich bin jetzt 2-3 Mal schon dran gegangen, hab mir jeweils 100 Stück rausgeholt. Anscheinend sind die tot. Oder umgezogen. Bestimmt tot. Wurden richtig geschändet. Haben sich verduftet oder so. Egal. Hauptsache haben ihr Holz und so alles hier gelassen. Können auch gern wiederkommen und ein bisschen Cementingpaste reinlegen, passt. Ja. Nehme ich gerne mit.
So.